In der weltberühmten Kathedrale Notre-Dame in Paris ist ein Feuer ausgebrochen. Über dem Wahrzeichen waren am Abend Flammen und eine riesige Rauchsäule zu sehen. Nach Informationen der französischen Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Feuerwehr könnte der Brand mit Renovierungsmaßnahmen zusammenhängen. Er sei auf dem Dachboden der Kathedrale ausgebrochen. Die Feuerwehr versucht, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Notre-Dame wird jährlich von Millionen von Menschen besucht. Die Geschichte der Kathedrale reicht bis in die Mitte des 12. Jahrhunderts zurück.